Hallo. Guten Morgen. Wir sind hier auf meinem Parkplatz und es hat nämlich jetzt einen guten Grund. Wir haben hier nämlich das Gästeführertreffen. Eine Veranstaltung der Bodensee-Reiseleiter, die jedes Jahr woanders stattfindet und dieses Jahr auf der Insel Mainau. Genau, und da haben wir uns gedacht, wow, super, Mainau. Und dann hier bei diesem herrlichen Tag, dann nehmen wir euch einfach mit. Genau. Zeigen wir euch die Mainau, immerhin eines der Top-Ziele von Must-Have-Seen in Deutschland. Und da zeigen wir euch was. Aha. Und die Gräfin kommt auch, die zeigen wir euch auch. Ja, mal schauen, ob das klappt. Also das kann man nicht versprechen. Ist auch nicht so wichtig, ja. Aber, die Gräfin ist sehr wichtig. Ah, okay. Also auf jeden Fall ist ja die Mainau diese bekannte Blumeninsel. Und jetzt wollen wir mal schauen, was da überhaupt schon so blüht. Genau, und Historisches gibt es dann später dazu. Also kommt mit. Ja. Tolle Wetter mitgebracht haben. Wahrscheinlich auch, weil sie gerne selber gutes Wetter haben. Ich finde, das ist ein sehr toller Start in diesen Tag und auch in dieses Bodenseejahr. Und das Mainau-Team und ich, wir freuen uns sehr, dass der Gästeführer- und Gästeführerinnen-Tag heute hier auf der Mainau stattfindet. Es ist immer toll, Menschen zu treffen, die auch viel mit Gästen zu tun haben, die hier in die Bodenseeregion reisen, weil es ihnen hier gut gefällt und weil sie sich hier wohlfühlen. Thank you.
So, da haben wir die Victoria-Linde. Und da haben wir die zwei Männchen. Mann, Frau, muss noch hier rumkommen. Klar zu erkennen. Genau. So, und das ist die Victoria-Linde. Die wurde 1832 zur Geburt von der Victoria gepflanzt. Und jetzt kommt noch der historische Teil. Ja, und ein kleiner Überblick, weil der ist ja ewig lang. Ja. So, jeder, der auf die Insel kommt, der weiß, dass das mit den Schweden zu tun hat. Ja, aber es ist immer im deutschen Besitz gewesen. Es war nie im schwedischen Besitz. Nur im Eigentum. Die Bernadotte sind Schwedische, die Berliner hat die schwedische Staatsbürgerschaft. Deshalb ist diese Mainau gehört zu Deutschland. Ihr gehört nicht nach Schweden. Die Bernadotte haben sie nur als Eigentum. Okay, also ich wollte was anders sagen. Also viele gehen davon aus, dass das durch den 30-jährigen Krieg kommt, aber das ist nicht der Fall. Also den 30-jährigen Krieg waren die Schweden hier, aber die sind auch wieder abgezogen. Das Ganze kam so, weil die Tochter des Großherzogs Friedrich des Ersten, nee, die Enkeltochter von Großfriedrich, nee, die Tochter von Friedrich den Ersten, die hat die Insel übertragen bekommen von ihrem Bruder, weil der diese Insel nicht mochte. Und die hat die Victoria, was hat die? Den schwedischen König geheiratet. Genau, und aus dieser Ehe kam Lennart Bernadotte. Nein. Doch. Nein, der Lennart war der Enkel. Aus dieser Ehe kam der Sohn von der Königin Victoria und der hat in die Familie Ramanov geheiratet. Und die Familie Ramanov, das war also Pavlova Ramanov. Ja, also der russische Zarenfamilie. Und diese Ehe war eine politische Ehe, die hat nicht lange gehalten. Und deswegen kam das Kind von dieser Verbindung ins schwedische Königshaus zur Großmutter. Okay. Und wurde von der Großmutter, der Victoria, der schwedischen Königin, großgezogen. Ja eben, und dieses Kind war Lennart Bernadotte. Richtig, aber das war nicht ihr Sohn, sondern es war der Enkel. Okay. Und sie war öfters mit dem Enkel hier, mit dem Lennart. Und weil sie hat die Insel geliebt und der Lennart hat sie auch geliebt. Und dann hat der Lennart etwas getan, was man als Prinz nicht tut. Nein. Damals zumindest nicht. Der hat bürgerlich geheiratet. Und das heißt, er ist aus dem schwedischen Königshaus verstoßen worden. Und man Er wurde nicht verstoßen, er wurde halt aus der Königserbfolge. Richtig, aber er hat auch alle Titel verloren. Ja. Aber sein Vater hat ihm dann für billiges Geld diese Insel verkauft, weil er wusste, dass sein Enkelsohn sie lebt. Und die schwedische Königin hat Einsicht gehabt und hat gesagt, du kannst nicht bürgerlich sein als mein Enkelsohn. Und hat gesagt, ich mache dich zum Grafen. Grafen? Ja. Und dann hat er gesagt, jawohl, er möchte Graf von der Mainau werden. Und das hat sie aber abgelehnt. Sie hat ihn zum Grafen von Wisburg, einem Luxemburger Geschlecht, geschlagen. Ja? Also im Prinzip ist diese Insel nicht schwedisch, sondern luxemburgisch. Denn der Lennart ist der Graf von Wisburg und es ist ein luxemburgisches Geschlecht. Okay. Also glaubt es mir einfach. Ja. Ja. Aber es ist schwedisch, weil natürlich die ganze Familie da traditionell gebunden ist. Ja, und die haben auch heute noch sehr viel. Die schwedische Königin ist mindestens einmal im Jahr da. Ja, ja, und sie feiern hier das Lucia-Fest. Alles, und, ja. Also sie sind sehr schwedisch orientiert. Absolut. So, und dann hat der Lennart sich scheiden lassen. Der hat mit seiner ersten Frau vier Kinder gehabt. Und dann hat er sich scheiden lassen. Hat er dann die Sonja, eine Konstanzerin, so wie die Ursi, geheiratet. Ja, ja, Litzelstetten. Also ja, auch Konstanz. Konstanz, ja. Und also der Lennart hat eine Litzelständerin geheiratet und ich habe eine Konstanzerin auch geheiratet. Ja. Das sind Parallele. Ja. Allerdings hat der Lennart fünf Kinder gehabt dann mit der Sonja und ich habe ja mit der Ursel gemeinsam kein direktes Kind, also nur Stiefkinder. So, also das sind die Unterschiede. Und er hat dann diese Mainau zur Mainau GmbH umgewandelt, weil er insgesamt ja 9 Kinder gehabt hat und sonst wäre das nach seinem Tod aufgeteilt worden. Ist eine Stiftung. Ja, und heute sind noch 3 Kinder von ihm auf der Mainau tätig, nämlich die Bettina und der Björn, die sind Geschäftsführer. Und die Diana, die macht die Hüte. Ja, das Atelier im Schloss. Ja, und ein Kind aus der zweiten Ehe ist in Saarland und tut da eine alte Zeche in Form einer Mainau-Serving aufbereiten. Ja, aber ja,
Kann man so sagen, ja, so, genau. Also das war das Wesentliche. Ja, genau. Mit mehr wollen wir euch jetzt nicht belästigen. Wir können noch viel mehr erzählen dazu. Ja, natürlich. So viel Geschichte. aber das war jetzt das Wesentliche. Also, das ist die Insel Mainau gewesen und da verabschieden wir uns. Ja, und die Insel Mainau, das war früher ein Deutschorden. Ja, ja, das kommt viele vom Jahrhunderte. Viele Jahrhunderte. Vom Deutschorden kam ja auch die Reichenau und alles. Also das Schloss ist ursprünglich Deutschordens Schloss gewesen, was dann natürlich neu aufgebaut wurde, aber die Keller und alles ist noch Deutschorden. Alles, was schön war, war mal im Deutschorden. So sieht's aus. So, also wir verabschieden uns jetzt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Ja, also und jetzt natürlich, wir haben jetzt Ende März. Die Vegetation ist natürlich noch nicht so weit, aber in ein, zwei Wochen, da blüht hier alles. Und es ist wirklich wunderschön. Und im Juni, wenn dann diese Rosenblüte ist, ein Traum. Mir wird der Arm steif. Ja, es ist trotzdem ein Traum. Also können wir euch nur empfehlen. Ja? Bodensee ist überhaupt eine schöne Region, auch wenn wir jetzt woanders wohnen. Ja, aber Bodensee ist immer eine Reise wert. Also wir verabschieden uns, wünschen euch eine gute Zeit und wir hoffen, es hat euch gefallen, das Video, der kleine Ausflug zur Insel Mainau. Für uns hat es sich gelohnt. Ja, ciao. Tschüss.